Sitzen doch noch nicht im Zug. Wir laufen jetzt nach Gelsenkirchen. Es wird so schön sein. Ja, die da vorne freuen sich schon richtig. Ich laufe jetzt über die imaginäre Linie nach Gelsenkirchen. Oh mein Gott, Leute, wie fühlt sich da hinten an? Hier fühlt sich ganz anders an. Ich bin total excited. Einfach drei Reihen voller Taxen. Das ist verrückt. Das ist absolut crazy. Es hört gar nicht auf. Es ist so bezeichnend. Wir kommen hier am Bahnhof an. Straight up. Zug hat halbe Stunde Verspätung. Jetzt eine Stunde warten einfach. Look, jetzt ist erstmal 20 Minuten zu spät. Und dann kommt eine halbe Stunde zu spät. Und dann kommt eine Minute. Bevor der Zug kommt, einfach die Meldung. Jo, anderes Gleis. Gleis 18. Was ist da hinten? I don't know. Und die sind jetzt richtig am Paniken. Ich freue mich so sehr, spät an einen ICE zu steigen, der so leer ist. Ich finde es gerade richtig bedrohlich, dass seit einer halben Stunde da dieser tote Zug da quasi steht. Die anderen eine Minute, bevor ihr Zug fährt, informiert worden sind, dass sie eine Gleisänderung haben. Und ich denke jetzt, was ist, wenn mir das auch passiert? Nein, Gedanken lohnen sich eh nicht darüber. Wenn es passiert, kann ich es eh nicht ändern. Gestrandet in Dortmund, in der verbotenen Stadt. Es wird kalt. Baby Keem würde sagen, still outside. Still outside. Das ist genauso, wie ich gesagt habe. Kurz davor wird Gleis gewechselt, aber zum Glück direkt gegenüber. So, wir sind finally angekommen. Stuttgart. 3.30 Uhr. So, und jetzt dürfen wir sowieso noch eine Stunde warten, bis unsere S-Bahn fährt. Aber ich bin sehr froh, dass wir hier sind. Ewig nicht auf dem WC gewesen. Und ich habe echt keinen Bock, hier im Bahnhof zu gehen. Vor allem, weil ich meinen Koffer immer ja dann irgendwo stehen lassen muss. Und es ist alleine einfach nicht so geil. Deswegen versuche ich echt alles, um es jetzt irgendwie doch noch einzuschaffen. Die Stunde zu warten, dann noch die Stunde S-Bahn zu fahren und dann zu Hause erst aufs Klo zu gehen. Ein bisschen was für die Aesthetics. Eigentlich muss ich kurz ohne meinen Koffer laufen. Ich laufe an der ersten Klasse vorbei. Sieht eigentlich gar nicht so krass aus. Also klar, die haben extrem viel mehr Beinfreiheit und so. Und man muss sich nicht so direkt anschauen und so. Aber Digga, ich glaube nicht, dass es das Geld wert ist. I don't know. Ich sehe diesen Bahnhof fast nie so ruhig. Das ist so selten, ey. Das ist so krass. Vor allem da hinten. Guck mal, jeder, der so aus Stuttgart kommt, weiß, wie krass das Bild ist. Weil wenn man hier durchläuft, das ist nochmal übelst ein Kampf, da überhaupt durchzukommen zu seinem Gleis. Deswegen, ich finde es echt crazy. Einfach surreal. Und dieser Tunnel ist auch so legendär, weil er einfach so ewig lang ist, bis man dann mal wieder draußen ist. Finally geschafft. Was ich aber vor allem hier so krass finde, guck mal, hier sind so keine Notausgänge oder irgendwie sowas, sondern einfach nur da hinten ein Ausgang, da ein Ausgang und that's it. Ich fand halt echt, wo gerade der schlauste Ort ist, um sich jetzt aufzuhalten, weil gerade wenn hier unten ja nichts los ist, weiß ich nicht, ob es so klug ist, dann hier zu sein. In so einer Zombie-Apokalypse. Oh mein Gott, Leute, ich schwöre, endlich bin ich da. Es war eine richtig lange Nacht. Ich glaube, es ist jetzt, warte, hier steht's, 5:30. Das ist richtig komisch. Also die Nacht ist eigentlich komplett vorbei. Ich bin jetzt vor meiner Haustür. Jetzt wird noch die letzte gebührende Kippe geraucht. Und dann geht's in die Eier. Leute, ich hab's endlich geschafft. Ich bin zu Hause. Jetzt kommt noch das Schönste, den Koffer auszuräumen. Ne? Ich hab da hinten Post von der Deutschen Bahn. Schreibt's in die Kommentare, wenn ihr wissen wollt, was da drin steht. Ich hab's Gefühl, ich brauche jetzt hier noch die kleine Sequenz, in der ich so erzähle. Und ich habe heute eine wichtige Lektion gelernt. Also ich habe erstmal über mich herausgefunden, dass es mir immer sehr wichtig ist, dass ich meinen Rückzugsort habe, irgendwohin, wo ich mich verstecken kann, wo ich wieder mich auf Null schalten kann, wo ich nicht einem Gedanken folgen muss, wo ich das Gefühl habe, okay, dass ich andere Menschen mit einer Art der Performance meines Charakters zufriedenstellen müsste. Das ist das Erste. Und das Zweite, dass man voll aus seinem Denken rauskommt, wenn man nochmal an einem ganz anderen Ort ist und auch oft mit Menschen umgeben ist, anstatt immer nur mit den eigenen Gedanken. Ich meine, ich habe eben gesagt, ich brauche zwar meinen Rückzugsort, aber
ich merke halt auch, wenn man nur mit sich selber ist, dann ist man auch nur mit seinen eigenen Gedanken und kann sich in so einem Strudel befinden, so, und kommt aus diesem Kreislauf nicht raus. Und neue Gedanken bringen einen einfach wieder auf andere Ideen oder vor allem auch Energien in eine andere Stimmung rein. Und das fand ich richtig schön mit den Menschen, bei denen ich jetzt war. Ich danke euch für eure Aufmerksamkeit. Lasst ein Like und ein Abo da. Peace out.